Hallo Leute, ich bin sie Anno25. Ich bin sie Anno257. Genau. Und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blattgrün. Jetzt werden wir erstmal Misty ganz schön fertig machen und ich war zu voll, das noch in den letzten Part zu packen. Deshalb. Moment mal. Jetzt muss ich jetzt mal gucken. Ich habe ja Zeit. Nein, schade. Ich dachte, man kann schon da reingehen. Naja. Du musst neu sein. Ich habe dich noch nie gesehen. Wenn ein Trainer zum Profi werden möchte, muss er sich eine Pokémon-Taktik erarbeiten. Auf welche Weise fängst du deine Pokémon? Meine Strategie basiert auf dem gnadenlosen Offensiveinsatz von Wasser-Pokémon. Stand da, fängst du dir Pokémon? Ach ja, die Arena-Leiter-Musik, immer noch geil. Ist Stern, du echt Wasser? Ich würde sagen, probieren was aus. Wow, Härtner. So toll, diese Attacke. Ja, Stern, du ist Wasser. Und diesmal werde ich den Kampf nicht vorspulen, weil ich gerade Bock habe, dieser Musik zu lauschen. Außerdem habe ich eh zu viel Zeit heute. Starmie. Ich wollte es nicht wechseln, nein. Ist doch gutes Training für meinen kleinen Knospenfreund. Oh. Stimmt, so sah die Weiterentwicklung aus. Ja, ich glaube, das wird asynchron sein, wenn ich das verarbeite. Mein Gesumme. Hier, komm, fick dich. In your face. Oder was immer das auch ist. Ja. Ja, ist mir eigentlich egal, dein scheiß Pokémon schläft. Sehr effektiv, ja. Ach ja. Ich kann gerade irgendwie nicht viel erzählen. Ich meine, ich quäle dieses Viech gerade während er schläft und das wacht einfach nicht auf. Ich meine, ich würde eigentlich die ganze Zeit aufwachen, wenn irgendjemand mich mit Blättern verprügelt. Also. Ach. Ja. 900, okay. Level 21. Damit wäre er dann mein stärkstes Pokémon. Moment. Irgendwie hätte ich jetzt mehr erwartet. Das waren nur zwei Pokémon, oder? Misty ist schlecht. Muhahaha. Wow, du bist sehr gut. Wow, du bist sehr schlecht. Alles klar. Ich überlasse dir den Quellorden als Zeichen deines Triumphes. Anno gewinnt 2100 Poké-Dollar. Der Quellorden lässt alle Pokémon bis Level 30 deinen Befehlen gehorchen. Sogar Außenseiter gehorchen dir. Deine Pokémon können den Zerschneider nun jederzeit einsetzen. Du kannst kleine Büsche zerhacken und so neue Wege freilegen. Zu guter Letzt schenke ich dir noch meine Lieblings-TM. Anno hält TM03. Anno packt TM03 in Form T-Box. Ist es Surfer? Nein, Aquaville. Wasser-Pokémon können diese Attacke lernen. Kann Knuddeluft das erlernen? Knuddeluft ist doch eh so über. Du hast Misty besiegt! Was für ein Wunder! Das hat ja vor dir noch niemand geschafft, weil Misty so unglaublich gut ist. Habe ich es nicht gesagt? Glaub mir, wir beide bilden ein sehr gutes Team. Ich stehe hier rum, du besiegst alle. Das ist so gut und ich krieg die Hälfte der Erfahrung. Wie wär's? Wär auch ganz geil, ne? Ja. So. Mal schauen. Beutel. Weil, Wasser-Pokémon in... Ich weiß, ich hab da gerade nicht so wirklich ein Wasser-Pokémon, was ich gerne hätte in dieser Edition.
kannst das erlernen. Maschine bereit. Der kann es doch nicht ernsthaft erlernen. Nudelhof erlernt Aquawelle. Juhu. Gut, da ich heute eigentlich nicht mehr viel vorhabe, ich könnte vielleicht auf den Nuggets zurückgehen, aber habe ich irgendwie nicht so wirklich Lust dazu. Mal gucken. Oh, guck mal. Team Rocket. Ey, was willst du? Die Leute hier wurden beraubt. Das Team Rocket steckt hinter dem abscheulichen Verbrechen. Und steckt auch hinter diesem Haus. Sogar die Polizei ist gegen das Team Rocket machtlos. Rocket. Team Rocket. Ich sollte mich für diese Aussprache hassen. Was willst du denn? Ach, stimmt ja. Gehen wir wieder ein bisschen einkaufen. Ich lasse mir jetzt in dieser Folge Zeit. Ich habe gerade nicht mehr so wirklich Lust, jetzt wirklich viel weiter zu machen. Bin ich irgendwie gerade gegen. Ich weiß nicht wieso. Zwei. Ja, möchte ich. Warte mal, wie viel kann ich mir höchstens kaufen? 12, okay. Ich kaufe mir 5. Ja, ich möchte gern 5. Ja, ganz nett. Gegengift. Ach, habe ich noch 5 mal? Nee, dann nicht mehr. Dann nehme ich hier 5 von. Ja, möchte ich. Aufwecker dürft ihr nie mehr haben seit dem Kampf gegen Pummelo, oder? Na gut, ein. Dieser eine. Feuerheiler ist mir irgendwie egal. Oh, Schutz. Guck mal. Vielleicht kommen 3 Stück. Ja. Falls man es mal braucht, falls man mal wieder in den Mondberg gehen wird aus irgendeinem Grund oder so. Mal schauen. Ja, ich könnte hier übrigens für Schneider einsetzen, wenn ich dieses Ding da vorstellen würde. So. Ach so, würde ich dahinter kommen. Ich will keinen Zerschneider haben. Ernsthaft? Nee. Habe ich keine Lust zu. Auf die Nuggetbrücke will ich auch gerade nicht. Mal schauen, was haben wir denn hier so. Oh, wenn ihr unbedingt wollt, dann gehe ich nicht auf die Nuggetbrücke. Nein. Ich möchte nämlich gerade mal Pokémon. Mein Knuddelluft, das kann ich ja jetzt endlich mal im Kampf verwenden. Dann trainiere ich jetzt. Ach, ein Mankey. Guck an. Ja, ich weiß, das Ding ist gegen mich übermächtig. Und wenigstens macht Pummelluft mal Schaden, ja. Soll ich's wagen? Komm, nee. Sandan braucht auch Training. Yay! Yeah. Irgendwie sieht der voll knuffig aus, wenn er da vorne so rumlungert. Mein kleiner Sandan. Ich dachte schon, er geht jetzt drauf. Das wäre dumm gewesen. Ja, Mankey ist toll für dich, wenn du verwirrt bist. Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Und ist tot, bevor ich überhaupt was machen konnte. Wie schade aber auch. Mal schauen. Okay. Boah. Nee, ich wollte eigentlich hier Tausch. Genau so wollte ich das. Vielleicht ist Sandan ja doch so stark mit seinem symmetrischen Level 8, dass er sich denkt, komm, schaffen wir. Auch wenn der. Nein, ich wollte gar nicht kratzen. Was mir gerade mal so auffällt. Sandan, ich habe ein männliches Sandan. Endlich mal wieder ein männliches Pokémon hier. Sandan ist auch männlich. Lol. So, Pokémon. Luft ist auch fast tot. Was seid ihr denn alle für Loser? Kommt, Taubsi braucht auch Training.
So. Komm, Taubsi. Dann trainiere ich genau, dann trainiere ich noch Taubsi. Ich habe gerade ehrlich gesagt doch keinen Bock auf ein Abra. Komm. Nee, ja, mache ich. Wann entwickelt sich Taubsi eigentlich? Ah, perfekt. Hey, Taubsi entwickelt sich. Meine zweite Entwicklung. Ach nee, verdammt, das ist schon meine dritte. Glückwunsch, dein Taubsi wurde zu Tauboga. Gut, okay, dann gucken wir doch gleich mal in Pokédex. Hatte ich Taubsi nicht im Gras? Nein, hatte ich nicht. Im Wald? Ja, im Wald. Nein, verdammt. Doch, ha! Tauboga, Vogel, Größe 1,1 Meter, Gewicht 30 Kilogramm. Ja, Abwurf wie von einem Vogel. Dieses Pokémon verteidigt sein abgegrenztes Areal sorgsam gegen alle Eindringlinge. Und ich drücke jetzt Start für den Ruf. Okay. Ja. Da haben wir Tauboga jetzt. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt gehe ich nochmal ins Pokécenter. Okay, wenn das so ist, Pokémon, mal schauen. Dann würde ich sagen, jetzt kann ich halt nur die Luft trainieren. Trainiere ich nur die Luft und Sandan. Nur die Luft trainiere ich auf Level 18, also 6 Level höher, Sandan dementsprechend 10 Level höher. Ja, das war's dann für heute mit Let's Play Pokémon Mystery Dungeon, ja. Ist klar. Pokémon Mystery Dungeon. Mystery Dungeon, ja. Ich finde das aber irgendwie toll, dass so Mystery, also so irgendwie so Deutsch, Englisch. Weiß nicht, macht gut nach 3481 manchmal so oft und ja, deshalb. Habe ich mir das so ein klein wenig angewöhnt. Mystery Dungeon. Mystery Dungeon, lol. Egal. Ja, das war's dann für heute. Oh. Ach so, stimmt, schließe das Menüfenster. Okay. Ich sichere nochmal, ich war mir jetzt gerade nicht sicher. So, ich bin Siano257 und, ach genau. Ich bin Siano257 und, ciao, das war's für heute. Ich wiederhole mich echt. Jetzt aber ernsthaft, oh Gott, ich bin fertig. Ich sollte jetzt ernsthaft aufhören. Ich bin Siano257 und, ciao.